Meine Lieben, wie ist Harry Potter Hogwarts Battle Defense Against the Dark Arts? Ja, was denke ich dazu? Ihr habt eben eine spannende Partie gesehen. Ich denke, spannend schon allein deswegen, weil es 2-3 ausgegangen ist. Harry Potter Hogwarts Battle grundsätzlich als Marke an sich ist ja schon ziemlich gut, finde ich, weil das Spiel wirklich ein Deckbuilding-Spiel wirklich vereinfacht. Es hat die tolle Mechanik hier oben von sicherlich Star Realms und Hero Realms mit diesem Markt, den ich da oben habe, und nicht die Mechanik von Dominion, dem eigentlichen, was man immer so gerne hin als Erfinder des Deckbuildings sagt, aber was es ja gar nicht ist. Aber da hat es diese schöne Marktmechanik. Es hat auch tolle Komponenten, nämlich dieses hier. Dafür ist allerdings die Kartenqualität sehr, sehr wabbelig und dürr und die biegen sich auch so ein bisschen, wie man sieht. Die sind nämlich hier nicht gerade, die sind rund. Also, die Qualität ist durchwachsen. Diese Standys völlig ausreichend, auch das Spielbrett eigentlich nicht nötig. Das hätte man auch mit Lebenspunkten machen können. Aber das ist hier eigentlich, ehrlich gesagt, ganz nett gelöst. Ich finde viele Dinge gut, aber es hat hier natürlich den Effekt, dass es meiner Meinung nach ein Tick zu lang ist. Es wäre ein 2-1 vielleicht besser gewesen, wenn man hier möglicherweise den Mechanismus eingebaut hätte, das Startdeck etwas stärker zu machen. Warum sage ich das? Ich finde, das kommt relativ häufig bei mir vor, dass irgendeiner ein sehr starkes Deck hat und der dann eigentlich sozusagen gewinnt. Der andere, der mit dem schwachen Deck, in diesem Fall hier war das bei mir Hufflepuff, hat die Möglichkeit immer noch durch Glück besser zu werden und was zu ziehen, was ihm hilft. Aber da braucht er meistens Glück zu. Das hat man nicht immer. Deswegen hat dann der mit dem stärkeren Deck sowieso im Long Run gewinnt der. Beim anderen wäre es etwas ausgeglichener. Aber man kann auch natürlich auch in genau die gleiche andere Richtung argumentieren. Dann zählt nur noch Glück anstatt Können. Nichtsdestotrotz finde ich das Spiel relativ lang für das, was es ist, aber das kann man mit Hausregeln, im Hauscup sozusagen, natürlich abändern. Ansonsten ist Harry Potter Hogwarts Battle ein wirklich solider Deckbilder. Er macht Spaß, er schreit förmlich nach Erweiterung und die kommen bestimmt auch, da würde ich mich nicht wundern, wenn The Orb sich da lumpen lässt. Eine letzte Sache noch, die mir positiv aufgefallen ist, ich hatte das schon im Erklärvideo gesagt, es ist so gemacht, dass auch im Zweifelsfall alle Kombinationen meistens doppelt gehen. Es können also auch Häuser doppelt gespielt werden, wenn es denn gewünscht ist. Man muss also nicht auf sein Lieblingshaus Gryffindor oder Slytherin verzichten. Ein weiterer positiver Punkt von Harry Potter. Und dafür gibt es dann auch hier diese Marker. Zweimal hier seht ihr zum Beispiel zweimal Gryffindor. Ja, in diesem Sinne, das war's. Mein Name ist Nils. So habe ich Harry Potter Hogwarts Battle Defense Against the Dark Arts von The Orb gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Tschüss.